Kaum wurden die zwei neuen Sets geleakt, haben wir bereits eine richtige Ankündigung zum neuen Partyzubehör und urbane Modeset erhalten. Alle Infos und Objekte der beiden neuen Packs gibt's jetzt. Falls ihr noch gar keine Ahnung habt, um was es geht, die Sims 4 Partyzubehör und urbane Mode sind die 28. und 29. Sets für die Sims 4 und bringen Konfetti, Nebelscheinwerfer und andere partybezogene Gegenstände, sowie Klamotten im Stil der 90er, 2000er und 2010er Jahre. Die beiden Sets kosten wie immer 5 Euro und werden am Dienstag, den 18. April erscheinen. Der Blog-Eintrag verrät uns noch ein wenig mehr zum neuen Klamottenset. Bei diesem wurde mit der Simmerin Ebonix zusammengearbeitet, welche als Inspiration zu den Sachen London hatte, wo sie ebenfalls wohnt. Insgesamt beinhaltet dieses Set, wie ihr auch hier im Hintergrund seht, 29 Objekte. Unter anderem sind hier extrem bunte Shirts mit großen Aufdrucken, aber auch schlichtere Jeansjacken und Accessoires, wie neue Fingernägel und Ringe mit dabei. All das ab dem Teenageralter. Der Stil ist diesmal auch nicht so einheitlich wie sonst immer. Ich bin aber ganz ehrlich zu euch, meinen persönlichen Geschmack treffen einige der gezeigten Sachen leider gar nicht. Es hat schon einen Grund, warum ein paar Designtrends aus der vergangenen Zeit mittlerweile nicht mehr so zu sehen sind. Bei Partyzubehör erhalten wir eine bunte Auswahl aus 27 verschiedenen Objekten, die wohl passend zu einer Party hauptsächlich in extrem knalligen Farben zur Verfügung stehen. Es gibt hier neue Luftschlangen, eine Nebelmaschine und eine Bar. Getränke dürfen auf einer guten Party natürlich auch nicht fehlen. Mein persönliches Highlight könnte diese Disco-Kugel werden, welche auf dem Screenshot ein paar nette zusätzliche Effekte zu bieten hat. Aber auch diese Saftkaraffe als Deko-Objekt könnte in meinem Spiel etwas öfter Verwendung finden. Die Idee des Sets finde ich mega, da Geburtstagspartys eher ein nischigeres Thema für neue Objekte darstellt und auch gut in den Rahmen des Sets-Formats passt. Ehrlicherweise ist dieses Pack aber trotzdem irgendwie unnötig. Wahrscheinlich werden nur nie stillstehende Partymäuse viel mit den Objekten des Sets etwas anfangen können. Schaut aber gerne bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei, wenn ihr auf verschiedenste Sims-Packs ordentlich sparen wollt. Und können euch die beiden neuen Inhalte für die Sims 4 überzeugen? Welches der beiden Sets wird eher in eurem Warenkorb landen? Also dann, bis zum nächsten Video.